Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid Dread. Ihr seht, ich bin hier, weil ich glaube, dass es hier weitergeht, weil man kann den Space Jump ja auch unter Wasser verwenden und vielleicht komme ich jetzt da dran. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, weil ich wüsste ansonsten nicht, wie man hier drankommen soll, kann ich da irgendwo den Boden aufsprengen und mich wegteleportieren. Also versuchen wir es mal. Ah, okay, das hat gewirkt. Das Schöne ist, solche Wege kann ich ruhig rausschneiden. Okay. Nein! Ihr Unfairen! Okay, komme ich da sonst irgendwie ran? Nee. Sag mir nicht nur von der anderen Seite. Oh. Na gut. Teleporter. Bring mich weg von hier. Von diesen Enttäuschungen. Okay, hier hin. Ja. Okay, wir sind wieder in Burenia und... Ich merke, ich habe schon ziemlich viel aufgenommen und wenn das tatsächlich so weitergeht, dann könnte ich es vielleicht schaffen, morgen, okay, das war irgendwie offensichtlich, morgen oder übermorgen schon das Let's Play zu beenden. Das wäre ja toll. Ah, hier ist aber alles unter Wasser. Ich hoffe, der Zugang da bleibt offen. So, dann will ich zuerst das Ding da unten vernichten. Ja. Es gab ja noch mehr dieser Pflanzen. E-Tank! Aha! Naja, gut, Vierteltank, wie auch immer. Sonst nix. Sonst nix. Aha! Speed Booster. Das geht sich doch nie aus. Doch, das geht sich aus, aber nur ganz knapp. Ich muss sagen, dieses Visier ist exzellent dafür, um Geheimnisse zu erkunden. Nein! Wozu? Ah, ich glaube, ich weiß schon. Das wird ätzend. Ja! Gut. Keine Ahnung, ob das so geplant war, aber ich habe es jetzt so gemacht. Nein? Samus! Dominus! Manchmal. Na gut, nochmal von vorne. Ah. Gut, geht doch. Das ist ein schlechter Scherz. Tatsache. Hier vielleicht. Ja, da unter mir. Das ist der ganze Weg umsonst hier. Einfach nur, dass das hier ein Rückweg ist. Moment mal. Ich muss mich räuspern. Das heißt, Plasma Beam.
Das habe ich schon geholt, oder? Ja. Da oben war ich schon überall. Speed Booster Block. Ja, da war ich gerade eben. Das heißt, mir bleibt nur das hier übrig. Wie gut versuchen wir es. Also es ist von der anderen Seite. Mhm. Ja, stimmt ja. Mach. Stummbatz. Das da muss ich machen. Ich wollte gerade. Für einen kurzen Moment wollte ich sagen, wenigstens gibt es hier keine X, aber hier gibt es auch X. Okay. Und damals hatte ich, glaube ich, noch gar nicht den Grapple Beam. Na, ich kann euch einfrieren. Vielleicht komme ich so hoch. Ja, noch perfekter. Okay, ich habe eine Idee. Ich hoffe, es bleibt, aber ich nehme es an. Also die Tür ist offen. So, ich bin genau... Ne, ich bin nicht ganz auf derselben Höhe. Ich müsste, wenn es geht... ein bisschen mehr als die Höhe, die von mir verlangt ist, erreichen. Ja. Ja, von hier aus zum Beispiel. Perfekt. Energieauflader. Gut. Gib mir Missiles. Achso, nee, ihr seid bei. Die Grünen geben Missiles, oder? Ja. Ich brauche viel mehr von den Kleinen. Da rechts sind Missiles. Na gut, eine Rakete. Brutale Samus. Okay, also wahrscheinlich Gravity Suit. Zumindest wüsste ich nicht, wie man da ansonsten rankommen soll. Ist das da unten eine Qualle? Nee. Muss gerade ab. So. Dagegen kommt das Vieh nicht an. Die Frage ist nur, ob ich hier jetzt überhaupt richtig bin. Und da links. So komme ich gar nicht hin. Und ein Stromfisch oder was das ist. Okay, da rechts geht's raus. Links. Da geht's rein. Das bringt mir jetzt aber gerade noch nichts. Okay, erstmal da rein. Gut. Muss das sein? Du hast natürlich auch so eine Position, mit der ich dich nicht, von der ich dich nicht treffen kann. So, da ist ein Safe-Raum, genau.
Der war ja schon auf der Karte von 9 Kilometern aus entfernt zu sehen. Die Frage ist nur, was ist jetzt rechts? So langsam aber sicher mal schreit der Gravity Suit nach mir. Ah, hier bin ich jetzt. Ah, ich glaube, ich habe begriffen, wie ihr funktioniert, wenn ihr den Mund aufmacht. Oder mit meinem Dauerraketenfeuer. Nein! Oh, gut. Wieso verfolgen die mich? Haut ab. Da sind noch mehr. Da sind auch noch welche. Ja, da unten ist bestimmt was. E-Tank! Ich komme da aber nicht ran. Ja, vielleicht doch. Gut. Oh, gerade noch. Jawohl, Energietank. Ich bin bis immer besser aufgestellt. Das ist jetzt mein der achte, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Haut ab. Totales Dauerfeuer auf diese armen Fische eröffnen. Aber es sieht schon geil aus, alles. Tintenfisch! Was war das? Dödö. Hat mir das Ding gerade Schaden gemacht, irgendwie? Okay, da geht's weiter. Ich weiß, ich verbrauche so tonnenweise Missiles, aber es ist mir egal. Komm schon, Gravity Suit. Ich weiß, dass du irgendwo bist. Da oben. Bitte. Danke. So, nee, jetzt habe ich das da oben geöffnet. Achso, direkt über mir, das ist zu sehen, das habe ich gar nicht bemerkt. Okay, da oben ist eine Missile-Tür, aber den Raum dahinter haben wir gerade gesehen. Dann wette ich, dass man da durchkommt. Nee, da. Ah, was ist denn das? Eine Powerbombe? Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass das ein Speedbooster Ball ist. Hör auf da. Also dieses Radar ist so praktisch. Hier ist nichts. Tatsächlich da links dann nur. Das einzige Secret. Okay. Refresher? Perfekt. Aber nur ein Munitionsrefresher. Da links ist ein Gang. Okay, jetzt sehe ich auf der Karte. Wer oder was bist du? Was Hässliches. Oh nein, du bist die weit davon von diesen Nagelschießern. Nadelschießer. So. Lalala. Moment, so komme ich nach unten. Nein, ich wollte eigentlich noch nicht nach unten. Na, egal. Ich komme so aber zur Not wieder nach oben. Unter mir ist eine. Okay, da ist auch was.
Komme ich aber nicht so ran, oder? Nee. Okay, was soll's. Versuche ich eben mit dem Space Jump darüber zu kommen irgendwie. Unter Wasser Space Jump! For the win! Oh, das war ein bisschen zu weit. Aber so komme ich da nicht ran. Oh, da ist rechts ist was. Oh nein. Schnell beeilen, bevor die Viecher da zuerst da sind. Noch eins! Irgendwas ist da gerade zusammengebrochen. Ah, jetzt! Warum auch immer es jetzt funktioniert hat. Gefruchtet, wollte ich gerade sagen. Okay. Ah! Jetzt verstehe ich. Ich habe eigentlich voll verfehlt, aber gut. Da oben ist ein Item. Bitte, Gravity Suit, den brauche ich jetzt mehr als alles andere. Das sieht doch besser aus. Wobei lila, naja. Um ehrlich zu sein, mag ich diese dicken Schulterpolster überhaupt nicht. Das sieht beschissen aus. Deswegen gefällt mir der Power Suit von Samus auch am besten. Reduziert durch gegnerische Angriffe erlittenen Schaden erheblich und dient Samus als Wärmeisolierung gegen extreme Kälte und Lava. Jawohl! Der Gravity Suit ermöglicht es Samus, sich ganz ungehindert im Wasser zu bewegen. Außerdem bewirkt er bei Spindangriffen einen leicht erhöhten Schaden. Yeah! Jetzt geht's richtig rund. Wobei. Es gibt so viele Orte, die ich erkunden kann. Ich glaube, das Einzige, was mir wirklich noch fehlt, ist die Powerbombe. Wenn ich die dann habe, dann geht's ins fröhliche Erkunden. Ansonsten ist hier nichts mehr. Gut, dann werde ich aber hier einen kurzen Schnitt machen. Und das war Metroid Dread. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.